So, hey und herzlich willkommen zu dem Video. Ich möchte euch heute den Beruf bzw. die Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe bzw. Fachkraft in der Gastronomie etwas näher bringen, da ich dies ja auch selbst gelernt habe. Und fangen wir mal damit an. Also als Fachkraft im Gastgewerbe muss natürlich Kunden betreuen, bedienen natürlich und auch beraten. Zum Beispiel nehmt ihr dann, wenn ihr im Restaurant eingeteilt seid, Bestellungen auf, bedient die Gäste, macht die Rechnungen fertig. Oder ihr schenkt auch an der Bar halt Getränke mit ein. Ja, wenn denn dann etwas größere Feiern anstehen sollten oder auch im Allgemeinen, dekoriert ihr natürlich die Tische mit. Da es halt mit dazu gehört, ne? Und es soll ja auch schön aussehen. Wenn ihr in der Küche eingeteilt seid, da ihr quasi so ein bisschen Springer seid für alle Bereiche mal mit zum Reinschnuppern, bereitet ihr dort kalte Platten zu oder halt auch andere einfache Gerichte oder seid halt fürs Frühstücksbuffet mit eingeteilt. Genau. Wenn ihr dann natürlich im Zimmerservice eingeteilt seid, reinigt ihr natürlich das Zimmer, bezieht die Betten, guckt nach, ob alles wirklich schön sauber ist und auch immer schön hergerichtet und kontrolliert auch wirklich, ob genügend saubere Wäsche vorhanden ist, wie Handtücher und dergleichen. So, als erstes hätten wir da die Beschäftigungsbetriebe. Dies sind unter anderem Cafés, Restaurants, Hotel natürlich und auch in der Freizeit, wie zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen etc. Dagegen die Arbeitsorte, die ähneln sich wirklich sehr. Sind auch wieder Restaurants, Gästezimmern, am Empfang, in der Wirtschafts- und Lagerräumen natürlich. Alles gehört ja alles mit dazu. In Küchen wird gearbeitet und auch an den Buffets zum Bedienen halt mit. Ne? Darüber hinaus kann man natürlich auch im Freien arbeiten, zum Beispiel halt in Gartenlokalen. Rechtlich gesehen braucht es natürlich jetzt keinen spezifischen Schulabschluss, um als Fachkraft in der Gastronomie anzufangen bzw. die Lehre zu machen, obwohl die meisten Betriebe einen Hauptschulabschluss nehmen, wobei ich meine Ausbildung mit dem Realschulabschluss gemacht habe. Natürlich braucht man halt auch gewisse Anforderungen, um an diesem Beruf arbeiten zu können. Das wären unter anderem halt Kontaktbereitschaft, Kunden- und Serviceorientierung, also dass man quasi nicht immer rumlümmelt, sondern offen auf die Gäste halt zugeht, ne? Und auch auf ihre Wünsche und Bedürfnisse halt mit einzugehen, genau. Des Weiteren braucht man natürlich ein gutes Gedächtnis, gerade für das Aufnehmen von Bestellungen, wenn man gerade nichts zu schreiben dabei hat. Und auch gute rechnerische Fähigkeiten, gerade zum Erstellen von Rechnungen. Und ja, falls doch mal nach einem Preis gefragt wird, der nicht zugleich erkenntlich ist. Genau. Dann braucht man aber auch noch organisatorische Fähigkeiten, die einhergehen mit der Sorgfalt, zum Beispiel von Herrichten von Gästezimmern oder halt auch zum Vorbereiten der Veranstaltungen, die halt im Betrieb mit anstehen, je nachdem, wo ihr halt eure praktische Ausbildung oder eure Arbeit dann macht. Natürlich sollte man auch gewissermaßen fit sein, denn in diesem Beruf
läuft und steht man natürlich auch sehr, sehr viel. Und würde ich auch sagen, man braucht auch wirklich gutes Schuhwerk, damit man wirklich nach einem langen Arbeitstag keine brennenden Füße unbedingt hat. Ich erzähle euch jetzt noch die wichtigsten Schulfächer mit, damit ihr euch dann auch, falls ihr euch dafür entscheidet, schon mal seelisch und moralisch drauf vorbereiten könnt. Natürlich braucht ihr halt Mathe. Erklärt sich von selber halt für das Erstellen von Rechnungen und dergleichen. Natürlich dann halt auch Deutsch. Damit man halt die Gäste über halt gewisse Angebote des Hauses informieren kann oder halt nochmal eine Wegauskunft geben kann, etc. Was auch wichtig ist, ist definitiv Englisch und im besten Fall auch noch eine weitere Fremdsprache, halt für die Gäste, die halt nicht aus Deutschland kommen, und dafür braucht man halt gewisse Fremdsprachen. Bei mir war es damals so, wir hatten halt Englisch, was halt auch ziemlich leicht gefallen ist, und dann hatten wir aber noch Französisch, was zwar eine sehr schöne Sprache an sich ist, aber auch wirklich, fand ich jetzt persönlich, ziemlich kompliziert und auch nicht so einfach zu erlernen. Genau. Und als letztes wäre dann noch mit die Hauswirtschaftslehre zum Beispiel, ist das wichtig, um das Eindecken der Tische richtig zu lernen oder zum Anleiten des Reinigungspersonals. Und ihr wollt bestimmt auch wissen, was man in der Ausbildung verdienen kann. Je nach Bundesland ist das wirklich sehr unterschiedlich, was man da verdient. Und es ist auch nicht viel, sage ich mal, wenn man das im Vergleich zu anderen Berufen sieht, ne? Also im ersten Ausbildungsjahr sind es 700 bis 1000 Euro und im zweiten Ausbildungsjahr sind es 800 bis 1150 Euro. Ja, wenn ihr dann aber die Ausbildung abgeschlossen habt, konnte man sich dann noch entscheiden, zumindest war es bei mir früher so, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber bestimmt, ob man dann Hotelfachfrau oder Fachmann werden möchte oder Restaurantfachfrau oder Fachmann. Aber die Grundausbildung als Fachkraft in der Gastronomie bzw. Gastgewerbe ist halt die Grundlage, um dann halt weitermachen zu können. Ich glaube, man konnte dann auch, wenn ich die total falsch liegen sollte, Koch mitmachen. Aber da spielt ja auch gewisse Sachen halt mit rein.